1976 haben wir so kennengelernt und hier habe ich vom Grenzbataillon Notsdorf, habe ich so eine kleine Broschüre und da wirst du sicher auch noch irgendwelche Leute erkennen. Ja, das ist... Ja, da bin ich. Das muss bei Begleitung Streckenläufer gewesen sein, an der Bahnlinie. Denke ich mal. Weil nur mit Fernglas und Pistole, dann meistens dann nur. Hallo, ich bin Hannes. Ja. Hallo. Ja. Dein Bild jetzt schon dabei? Mhm. Oder ich das rausgenommen, weil ich das angescannt hatte. Hast du den jetzt für dich privat gemacht oder ist es ein dienstlich? Nee, das ist dienstlich. Ja. 70 bis 82 heute. Mhm. Nee, da oben in dem Abschnitt war ich. Und der, wo war der Schaukasten dann mit dem Auto? Der war am Brüdener Schlagbaum. Und der stand so ein bisschen so schräg. Man konnte nicht erkennen, auch mit Fernglas nicht. Und auch mit einem großen Teleobjektiv nicht. Dann spiegelte sich das immer so. Und da war da so die Glasscheibe vor. Und war nicht richtig zu erkennen, was drauf war. Und dann haben sie extra die Posten, hat unser Aufklärer und der Oberoffizier dafür gesorgt, dass der Posten vom B-Turm abgezogen wird auf Streife. Und dann sind wir schnell rüber, Foto gemacht und wieder zurück. Ach, dass die einen aus einer Kompanie auch nicht sehen, dass ihr... Ja, die Soldaten konnten ja nicht. Das war eine Grenzverletzung. Ne? Ja. Im Prinzip war es eine Fahnenflucht, ne? Wenn du so nennst. Für die DDR von Und das durfte natürlich keiner wissen. Ne? Ich habe auch Grenzverletzungen begangen. Eine Grenzverletzung habe ich begangen, um den Grenzstein von der Rückseite mal zu fegen. Ich wollte ja unbedingt dann auch das DDR, das eingemeißelte DDR-Schriftzug wollte ich ja dann aufsehen. Oder auch die Rückseite von der Grenzsäule. Und gerade in der Nähe von diesem Schlagbaum Brötenschwanheide, da waren Arbeiten am Kfz-Sperrgang. Großer Einsatz und wir mussten dann sehen, wie weit sie gekommen sind. Und weil ich schlecht einsehen konnte, bin ich dann doch so ein bisschen, das war damals zwar noch Buschwald, das wurde ja später entfernt, bin ich so ein bisschen durch das Buschwald durchgegangen, so ein, zwei Meter auf die DDR-Gebiet, guck mir das dann an, geh wieder zurück und dort ist so ein Weg unmittelbar an der Grenze. Und ich bin damals mit dem Dienstwagen da gewesen, sitze dann im Dienstwagen, ich bin ganz allein unterwegs gewesen und schreibe für meinen Streifenbericht, schreibe ich das dann. Auf einmal fällt ein Schatten auf mein Blatt von Grenzaufklärer vorne. Die müssen unmittelbar an dir gewesen sein, wenn das so bekannt war. Also jetzt quasi gehen wir über die Grenze, oder? Ja. Und die da hat hier gestartet. Und den Weg gab es schon, den Betonweg? Den Betonweg gab es. Hier war der Schlagbaum. Ja, das war auf dem Fall. Und das war flach? Alles flach. Ja. Und der Zaun war wo? Hier stand Harald. Hier stand Harald, hier stand er. Hier. Und man konnte von hier aus... Kann man ja mal reinschauen. Ja, ich stand hier. Genau. Und hier war dann der Schlagbaum. Hier konnten die Ja, wenn wir den an der Grenze sehen, dann kann ich das ja.
wilden Hahn. Ja, Harald, ein bisschen weiter links, da steht auch so ein Schlagbaum. Und da habe ich dann mal Folgendes erlebt. Das mag auch so 1976 gewesen sein. Das war ja nun nach dem Abbau von Gartenschläger, nachdem er die beiden Schussapparate abgebaut hat und noch vor seinem Tod, da sind hier überall Grenzaufklärer gewesen. Alle paar hundert Meter Grenzaufklärer. Und ich bin ganz alleine mit dem Auto dann unterwegs gewesen im Dienst und sah dann so eine Streife kommen und wie gesagt, ich stand am Schlagbaum und habe eine Schachtel Zigaretten dabei gehabt und habe den über den Schlagbaum geworfen. Und als die beiden Grenzaufklärer dann bis zum Schlagbaum kamen, sagte ich zu denen, mir sind rein zufälligerweise die Zigaretten rübergefallen, passt auf, dass sie nicht umkommen. Beide haben böse zur Zigarettenschachtel geguckt, sind weitergegangen. Als ich eine Stunde später wieder zu dieser Stelle kam, sah ich die beiden Grenzaufklärer wieder. Einer kniete vor der Schachtel, fotografierte die Zigarettenschachtel, hat eine Plastiktüte genommen, mit einem Bleistift die Zigarettenschachtel reingenommen und verschwand. Wortlos. 14 Tage später treffe ich Grenzaufklärer und der eine sagt dann auf einmal zu seinem Kumpel, das ist der mit Lord Extra. Ich rief dann rüber, haben die denn wenigstens geschmeckt? Nee, der Idiot hat die abgegeben. Das ist eins der wenigen Male, dass die Grenzaufklärer dann auch gesprochen haben. Ja, also wenn du dann mal, also wenn du keine Hake bei hattest und bist über den Spurenstreifen gegangen, dann hast du einen Reisighaufen genommen, ein paar Stöcke Reisig, die Spuren weggemacht und dann einen Kreis mit einem Kreuz und dann musste der nächste Posten, der da vorbeikommt, dass irgendjemand war, ein Befugter war, der das weggemacht hat. Und wenn er jetzt nicht dann gewesen wäre, dann wäre nur wieder die Frage gewesen, wer war das? Ne? Aha. Und so wusste dann die nachfolgende Streife, alles in Ordnung. Und wenn die dann mit einem Ello unterwegs waren, dann haben die dann mit einer richtigen Hake das glatt gemacht. Und dann war wieder gut.